Hallo an alle. Ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Gepanzerte Fahrzeuge sind ein wesentlicher Bestandteil militärischer Auseinandersetzungen, denn sie ermöglichen es, Soldaten oder Anführer sicher an den richtigen Ort zu bringen und sie mit den installierten Waffen zu decken. Heute haben wir für euch eine Auswahl der 10 unglaublichsten gepanzerten Militärfahrzeuge der Welt zusammengestellt. Warta. Der Warta ist ein gepanzertes Fahrzeug, das vom Hersteller von Verteidigungsfahrzeugen Ukrainian Armor in Zusammenarbeit mit Science Technology entwickelt wurde. Die Streitkräfte der Ukraine haben den Warta im Dezember 2018 erhalten. Das Fahrzeug wird von den Streitkräften für die schnelle Verlegung von Truppen auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Es kann auch als Gefechtsstandfahrzeug und für die Evakuierung von Truppen und Verwundeten eingesetzt werden. Das Fahrzeug ist mit einer zweiköpfigen Besatzung besetzt und bietet im hinteren Truppenteil Platz für bis zu 8 abgesessene Soldaten. Der Warta verfügt über einen Schießstand auf dem Dach, der mit einer Reihe von Munition bewaffnet werden kann, darunter ein 7,62mm PK-Maschinengewehr oder ein schweres 12,7mm NSV-Maschinengewehr. Das gepanzerte Fahrzeug bietet Schutz der Stufe 2 nach Starnak 4569 und kann den Beschuss mit 7,62mm Kanonen und der Explosion von 6 kg schweren TNT-Minen standhalten. MZKT 490100. Das leichte gepanzerte Fahrzeug MZKT 490100 wurde von Volat entwickelt und gebaut, um die Streitkräfte der Republik Belarus bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Das Fahrzeug kann für Aufgaben wie Kampf, Aufklärung, Führung und Kontrolle, gepanzerte Mannschaftstransporter, Patrouille, Krankenwagen und Logistik konfiguriert werden. Es bietet hohe Mobilität und hervorragende Geländegängigkeit. Das Fahrzeug kann mit einem auf dem Dach montierten Panzerabwehr-Lenkwaffen-Raketensystem ausgestattet werden, das moderne gepanzerte Fahrzeuge, militärische Einrichtungen und Ziele in geringer Höhe in einer Entfernung von bis zu 8 Kilometern bekämpft. Das Fahrzeug kann mit einem ferngesteuerten Beobachtungs- und Feuerkomplex Adunok bewaffnet werden, um leicht gepanzerte Ziele zu verteidigen. Der gepanzerte V-Rumpf des MZKT 490100 bietet Schutz bis zur weißrussischen Norm BR4, was der Starnak 4569 Stufe 2 entspricht. Eagle V. Der MOVAG Eagle V ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Eagle 4. Er ist in den Konfigurationen 4x4 und 6x6 erhältlich. Im Jahr 2013 bestellte die Bundeswehr 176 geschützte Führungsfahrzeuge Eagle V444. Im Jahr 2020 bestellte Deutschland weitere 80 Eagle V in der Konfiguration 6x6 als gepanzerte Sanitätsfahrzeuge. Der Eagle V ist besser geschützt als der vorherige Eagle 4. Für ein höheres Schutzniveau kann eine modulare Zusatzpanzerung angebracht werden. Die modulare Panzerung besteht aus Stahl- und Verbundwerkstoffen. Es wird behauptet, dass der Eagle V einen Minenschutz der MRAP-Klasse aufweist. Das Fahrzeug verfügt über eine doppelte, V-förmige Wanne, um das Eindringen von Minensprengungen zu minimieren. Das Fahrzeug kann mit einer ferngesteuerten Waffenstation zur Selbstverteidigung ausgestattet werden. Es kann mit einem 4,56mm, 7,62 oder 12,7mm Maschinengewehr oder einem automatischen 40mm Granatwerfer bewaffnet werden. Die 4x4-Version bietet Platz für den Fahrer und 3 bis 5 Soldaten, die 6x6-Version bietet Platz für den Fahrer und etwa 14 Soldaten. Kozak 2. Der Kozak 2 ist ein gepanzertes 4x4 Mehrzweck-Radkampffahrzeug, das vom ukrainischen Verteidigungsunternehmen NPO Praktika entwickelt und hergestellt wurde, um den Anforderungen der ukrainischen Streitkräfte, der Nationalgarde und des Grenzschutzdienstes gerecht zu werden. Das Fahrzeug soll den ukrainischen Truppen mehr Sicherheit bieten. Es kann für Patrouille, Aufklärung, mobilen Gefechtsstand, Sanitärdienst, Fracht, Reparatur, Wartung und Spezialeinsätze konfiguriert werden. Der Kozak 2 hat einen V-förmigen gepanzerten Rumpf. Er bietet Platz für 5 Besatzungsmitglieder und bis zu 11 Personen in explosionssicheren Sitzen. Das gepanzerte Kampffahrzeug verfügt über eine Dachluke mit einer Ringmontage für die Installation von Maschinengewehren des Kalibers 7,62mm und 12,7mm oder von automatischen Granatwerfern des Kalibers 30 bis 40mm.
Kratz-Hulk. Der Kratz-Hulk ist ein gepanzertes, geländegängiges, minenresistentes und hinterhaltgestütztes Mehrzweckfahrzeug, das von Kratz, einem in der Ukraine ansässigen Hersteller von Lastkraftwagen und Spezialfahrzeugen, entwickelt wurde. Das Fahrzeug kann für verschiedene Einsätze konfiguriert werden, zum Beispiel für den Transport von bewaffnetem Personal, Fracht und militärischer Ausrüstung auf schwierigen Straßen. Der Hulk bietet Platz für bis zu 12 Personen, darunter 2 Besatzungsmitglieder. Das Fahrzeug verfügt über einen Geschützturm, der auf dem Fahrzeugdach montiert ist. Bewaffnet mit einem Maschinengewehr bietet der Turm mobile Feuerkraft gegen Personen, Fahrzeuge und leicht gepanzerte Ziele. Das Fahrzeug ist mit Minenschutz bis zu den Starnak 4569 Stufen 2A und 2B ausgestattet. Es kann einer Minenexplosion von 6 kg TNT unter jedem Rad oder Boden des Fahrzeugs standhalten. Der V-Rumpf bietet den Insassen einen verbesserten Schutz gegen direkte Explosionen von Landminen oder improvisierten Sprengsätzen. Typhoon VDV. Der Typhoon VDV ist ein minengeschütztes, gepanzertes 4x4 Radfahrzeug, das von REM Diesel, einer Tochtergesellschaft von Kamaz, entwickelt und hergestellt wird. Er ist das neueste Mitglied der Typhoon-Familie gepanzerter Fahrzeuge. Der Typhoon ist für Kampfeinsätze, Mannschaftstransporte, Logistik, Frachttransport, medizinische Unterstützung und andere intensive gepanzerte Offensiveinsätze vorgesehen. Das gepanzerte Fahrzeug bietet Platz für 8 Personen, einschließlich der Besatzung und der voll ausgerüsteten Soldaten. Der Typhoon VDV ist mit einer Reihe von Waffensystemen ausgestattet, die für verschiedene Missionen geeignet sind. Das Bewaffnungsmodul umfasst ein 30mm 2A4 Kanonensystem und ein 7,62 mm PKTM Panzermaschinengewehr. Das Fahrzeug bietet einen Rundumschutz für die Truppen im Fahrzeug und entspricht den OTT-Normen für Minen- und Granatenschutz der Stufe 3. Die Karosserie des Fahrzeugs erfüllt die OTT-Schutznormen der Stufe 4, um den Aufprall von Kleinwaffen und Artilleriewaffen standzuhalten. Survivor A. Der Survivor A ist ein mittelschweres gepanzertes 4x4 Radfahrzeug, das gemeinsam von Rheinmetall Mann Military Vehicles, RMMV, und Achleitner entwickelt wurde. Er wurde auf der Messe Eurosatory 2014 in Paris, Frankreich, im Juni 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Survivor A ist für chemische, biologische, radiologische und nukleare Aufklärungsaufgaben konfiguriert und bietet eine ausgewogene Kombination aus Mobilität, Schutz und Nutzlastkapazität. Das Fahrzeug bietet Platz für 2 Besatzungsmitglieder und bis zu 10 Personen im Fond. Der Survivor A ist mit vollautomatischen Sensoren zur Erkennung nuklearer Strahlung ausgestattet. Außerdem verfügt er über Sensoren zur Erkennung von chemischen Kampfstoffen und anderen gefährlichen Materialien. Das gepanzerte Radfahrzeug Survivor A kann in verschiedenen Einsatzgebieten eingesetzt werden. IAG Guardian. Der IAG Guardian ist ein gepanzertes Fahrzeug, das ein hohes Maß an ballistischem und Explosionsschutz, extreme Überlebensfähigkeit, Geländetauglichkeit und kommerzielle Kompatibilität leistet und somit niedrige Wartungskosten gewährleistet. Der Guardian hat eine maximale Sitzplatzkapazität von 10 voll ausgerüsteten Personen. Das um 360 Grad drehbare Turmsystem kann zum zusätzlichen Schutz an der Dachausstiegsluke montiert werden und bietet Platz für mehrere Waffenhalterungen oder Raketen und Granatwerfer. Das Fahrzeug ist für einen standardmäßigen ballistischen Schutz bis zur Starnak Stufe 2 ausgelegt. Mit dem Zusatzpanzerungspaket kann das Schutzniveau bis zu Starnak Stufe 3 erhöht werden. Diese Zusatzpanzerung kann bei Bedarf abgenommen werden, wodurch das Leergewicht minimiert und die Geländegängigkeit maximiert wird. Der Boden wurde speziell für eine maximale Ablenkung von der Explosion entwickelt. Scorpion AFV. Der Scorpion AFV gehört zu einer neuen Klasse von minenresistenten Lastkraftwagen, die zugunsten einer größeren Mobilität auf eine sperrige Bauweise verzichten. Er wurde 2015 von der Streitgruppe vorgestellt und im darauffolgenden Jahr auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Frankreich präsentiert. Der Scorpion ist ein reinrassiger Entwurf, bei dem Panzerung und Geschwindigkeit im Vordergrund stehen. Seine aktuelle Version bietet mindestens Starnak 2 ballistischen Widerstand, aber eine kommende Variante wird eine Starnak 4 Panzerung haben, die stark genug ist, um schweren Maschinengewehrkugeln und Bomben am Straßenrand zu widerstehen. Bei einem Gewicht von nur 12 Tonnen bietet der Innenraum Platz für 9 Insassen und den Fahrer.
Die Kabine bietet 4 Einstiegsmöglichkeiten, während der Fahrgastraum über eine hintere Schwingtür zugänglich ist. Über der runden Dachluke lässt sich eine Kuppel für ein Maschinengewehr und ein Beobachtungsturm anbringen. Der Einbau von Waffen in den Scorpion ist jedoch dem Bediener überlassen. Kozak 7. Der Kozak 7 ist ein ukrainisches gepanzertes Nutzfahrzeug, das sowohl für taktische Aufgaben von geringer Intensität als auch für die Verwendung durch Polizeieinheiten oder Spezialeinheiten vorgesehen ist. Aufgrund seiner geringen Gesamtabmessung ist der Kozak 7 ideal für Einsätze in dicht bebauten städtischen Gebieten. Der Hersteller positioniert das künftige gepanzerte Fahrzeug als universelle Plattform, auf der sich Fahrzeuge für verschiedene Zwecke bebauen lassen. Dank des verbesserten Fahrgestells hat sich die Tragfähigkeit auf 12 Tonnen erhöht. Die Nutzlast auf dem Fahrgestell beträgt 9 Tonnen, was nach Ansicht der Ingenieure die Schaffung von gepanzerten Fahrzeugen für verschiedene Zwecke ermöglichen soll. Zum Beispiel für die Installation eines Mörsers, Antipanzerkomplex oder die Schaffung eines medizinischen Landefahrzeugs. Die Entwicklung des Kozak 7 erfolgt auf der Grundlage des Kozak 5, den das Unternehmen für den Export herstellt. Praktika plant, die aktuelle Entwicklung den Streitkräften der Ukraine anzubieten. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Fahrzeuge euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.